Ihr erinnert euch, wir kamen vorhin von der Presse, wo dann die Ziegel zum Trocknen transportiert worden sind. Und nach dem Trocknungsprozess geht es in den Ofen. Wir haben hier einen sogenannten Rollenofen, wo die Ziegel eben auf Rollen, wie der Name schon sagt, durch das Feuer gehen. Das dauert hier knapp 2 bis 3 Stunden. Und nach dem Brennprozess sind die Ziegel für die Ewigkeit vorbereitet. Wir haben diese typische für Juve Farbe wie ein Babypopo, so rosa. Das liegt an unserem etwas höheren Kalkanteil im Ton, der auch viele Vorteile hat, was Druckfestigkeit und Wärmedämmung angeht. Was interessant hier vielleicht noch ist, durch diese Rollen vibriert es manchmal. Auch gerade bei schmalen Wanddicken, wo die Auflage nicht so groß ist, ist es so, dass durch die Vibration die Ziegel manchmal krumm rauskommen. Die müssen aber wieder gerade gesetzt werden auf Ketten für weitere Produktionsschritte. Und deswegen haben wir hier hinten Roboter, die mit Kameras den Ziegel visuell erfassen und greifen den sich dann, egal wie schepp er steht, und setzen ihn dann auf die Kette zum weiteren Transportschritt.